Herzlich willkommen Leute zurück zu The Walking Dead. Die letzte Aufnahme ist ein bisschen länger her, so 2,5 Monate um den Dreh rum. ja, und gestern Abend habe ich gemerkt, dass ich habe die immer auf geplant gestellt, die Videos, und da ist schon länger nichts mehr gekommen, also bei 2 Tagen. Habe ich gedacht, ja, muss ich wieder aufnehmen, und dann sind wir jetzt dabei. Und vor der Aufnahme habe ich noch eine liebe Nachricht bekommen vom lieben Harelasmus. Ich weiß nicht, ob du aufnimmst, aber wenn ja, dann Grüße an all deine Zuschauer. Vielen Dank dafür. Und ja, wir fangen gleich an. Davor noch Entschuldigung für meine Stimme, die ist gerade ein bisschen übelst am Arsch. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir mal gelegentliches Husten. Okidok. Wir wurden hier in Crawford ausgesetzt. Also wir haben beschlossen, dass wir da hingehen. Und wir müssen uns hier erstmal in dieser Kommandozentrale umgucken. Ja, ja, ich habe mich ein bisschen informiert, was letzte Folge passiert ist. Ja, ja. Nothing but crayons and construction paper. Ach so. Und die Schulkarte, die haben wir uns schon angeschaut. So according to Bree, fuel is at the maintenance shed. Medicine might be at the nurse's office. And a battery would probably be at the auto shop out through here. Yo, die Feuerleiter. Bree said the entrance to the auto shop was in the alleyway by this fire escape. Und die Schwesternstation? Ja, das, was mir auch übelst komisch vorkommt, ist die neue, die dazugekommen ist, die uns mehr oder weniger zurückgelassen hat in der Kanalisation und so, als wir auf der Suche nach dem Boot waren. Die kommt mir ein bisschen sehr komisch vor, weil die kennt sich hier, sagen wir, sehr aus. Und vielleicht steckt die noch mit allem hier unter einer Decke und lockt uns nur in einen Vorwand. Ich weiß noch nicht. Und Tür zum Spielplatz. Okay, gut. Das wisst ihr schon alles. Die Flagge. Nein, das glaube ich nicht. Wir erinnern uns, Lee, genau, scheiße, ich habe die Namen vergessen, sorry. Lee ist Geschichtslehrer an einer Universität gewesen. Und dann hat er ziemlich scheiße gebaut. Okay, der Teppich. Hopscotch. Hüpfspiel, yay, okay. Da gibt es noch einen Fernseher. No TV. Das ist leider richtig. Und Bücher. Might come back for these later. Any reading material would be nice once we get on that boat. Oh, das könnte aber noch ein bisschen dauern. Achso, bin ich ein bisschen daneben. Wir haben ja schon ein Boot gefunden. Wir suchen ja Batterie und Benzin und alles für das Boot. Genau. Puppen. Creepy. Boah, sind die abgefuckt. Gut, hier gibt's nichts mehr zu holen. Wir können mit Ben reden, der richtig scheiße baut in letzter Zeit. Das geht mir so auf den Sack. Flugblätter. Looks like they had quite a system here. Crawford's final solution. Crawfords Endlösung. Diese Zeichen sehen wir auch überall. Die 1 bedeutet Number of was? Ineligible Citizens was? Found oder found? 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 Ja, Alter, hat der eine Schrift. Also Leute, die wahrscheinlich gefunden worden sind. 1. Initials of Alter, diese Krake. Person. Conditions Search. TMR 71 OB. Okay. Number of Citizens Bought to Crawford 2. Number of Walkers Found 3. Days since Outbreak. Ach so. 71. Ah, okay. Ja, scheiße, ne? Ein Globus. Oh ja, ob das wirklich überall so ist oder ob es in Europa einfach normal ist. Just a bunch of paste. Okay. Ja, Clementine können wir auch reden. Was gibt's hier noch so zu bestaunen? Nicht viel. Dann sind das Hosen? Nein, das sind Blätter. Oh Mann, was ich wieder sehe. Okay, wir reden mit Clementine. You okay, Clem? Yeah. This desk is just like the ones we have in my school. I know it's weird, but I kind of miss it, being in school. Ich auch. Ich vermisse es zu unterrichten, wirklich. Me too.
I used to be a teacher, remember? Tell you what, when we find ourselves a safe place, set up a little classroom, just you and me. Will there be homework? No homework. Do you think things will ever be normal again? Just like the way they were before? Ich denke schon, ich glaube nicht. Was? Das kann niemand wissen. Immer Hoffnung machen. It may take a while, but yeah, I do. Don't you? I hope so. That's good. You hold on to that hope. It's the one thing none of this can take away. Yo. Noch was? You okay, Clem? Yeah. Just sit tight, okay? Na, okay, nichts mehr. Go take care of a few things. Ein paar Dinge erledigen. Alright. Okay. Gut, dann reden wir noch mit Ben, der das bestimmt nicht hinkriegt, die Armory-Tür aufzukriegen. Hey, you need any help with that? Thanks, I got it. Just once, I'd like to do something useful, you know? Das wäre wirklich mal eine schöne Abwechslung. Wir brauchen dich. You're plenty useful. Yeah, right. Seems like all I ever do is get us into trouble. Well, I'll let you get on with it. No, wait. There is something you can help me with. Something that's been on my mind. I could use your opinion. What is it? It's Kenny. Since I've been helping him work on the boat, I've gotten to know him a little better. He's a good guy, you know? And it's eating me up knowing what I know. I've been thinking about telling him the truth. Ben, come on. This again? It's my fault Doc and Katja got killed. If I hadn't screwed up back at the motor inn, they'd still be alive. How am I supposed to just carry something like that around? I have to tell him. Du Lappen. Bis da, du solltest es ihm sagen. I agree. I think you should tell him. Just not now. You don't get it, Lee. What am I supposed to do whenever he talks about Katja and Duck? Just nod and pretend like it wasn't my fault. I can't do it anymore. Ben, listen. Kenny seems like he's got his shit back together because right now he's got a purpose. But he's still in a real bad place. You tell him now, he's gonna lose it. Then we're all screwed. There'll come a time when he's ready to hear it, but it's not now. Not yet. I hear you. I'm gonna get back to this. Jo, tu das. Gruppe B, Gruppe A. Die haben sich alle in Gruppen eingeteilt, okay. Noch, gibt's nichts mehr zu reden. Okay, Doc. Ja, das war's in dieser Kommandozentrale. Jo. Wir gehen mal wieder raus und gucken, was da draußen vor sich geht. Oh man. Principles of Crawford. Was all illness and medical conditions must be disclosed to the council. Children under 14 not at... Alter! Not at mind without us... auto... Ja, Dingens hier. Anonym ask it... Alter, to leave Crawford cannot return under any as circumstances. Okay. Alter Dift. Was? Ja, okay, ihr könnt es lesen, gut. Ja, ich weiß halt, dass die übelst abgefuckt waren. Must be the guy who ran this place. Looks like he figured himself as some kind of supreme leader. Und ich weiß, es ist halt so Prinzipien sind wie. Also halt nicht so hart mit Kindern oder so, weil Kinder sind ja wichtig. Wie zum Beispiel damals so Stichwort Hitler und so. Ne? Ah, Grocker, okay. Ich hätte schon gedacht, hier faucht irgendwer hier um die Ecke. Der ist schließfach. The alleyway to the auto shops down here. You coming or not? Ja, ist ja gut jetzt. Nichts drin. Ah, sie hat die Tür zu. Das sind wieder Prinzipien von Crawford. Patronenhülsen. Patronenhülsen, wirklich? Ach, da vorne, okay. Hier haben wir einen Trinkbrunnen. Sieht aber nicht gesund aus. Können wir daraus trinken oder so? Können es benutzen und gucken, ob da was rauskommt? Glaube ich aber nicht. Knochen trocken, okay. Okidok, hier ist ein Badezimmer. Immer eine gute Idee, in die WCs zu gehen. Sehr gut.
Was liegt hier noch so Nützliches rum? Hier ist die Tür, da will ich aber nicht, auf gar keinen Fall durchgehen. Hier, Patronenhülsen. Ey. Patronenhülsen. Ja, das ist leider wahr. Okay. Hier ist die Tür zur Gasse. Hier gibt es nichts mehr zu sehen. Hier ist nochmal ein Foto. Ist es derselbe? Ja. Must be the guy who ran this place. Looks like he figured himself as some kind of supreme leader. Also wie schon erwähnt hier, Kinder unter 14 dürfen nicht rein. Schwangere, wie Behinderte und Alte, bitte draußen bleiben. Blutiges Schließfach. Logan. Too bad I don't know the combination to any of these. Can't open it without the combination. Ach so, also wenn er schon Kombination sagt, dann müssten wir wohl eine suchen, ein Automat. Jo. Oh, ein frisches Lüftchen. Vernon. You guys need any help? Thanks, but I think we're almost in. We're taking care of it, Lee. Don't worry. Ja, okay. Don't worry. Be happy. Ja, dann suchen wir mal geschwind eine Autobahn. Dieses Röcheln und dieses Schnauben und dieses Husten macht mich echt fertig. Oh Mann. This must be the door to the alleyway where the auto shop is. But where the hell is Molly? Where the hell is Molly? Molly, you out here? Guess I'm not going that way. Jo. Ein Schild. Steht da, ich kann es gerade nicht erkennen. Delivers. Okay. Können uns auch noch hier umgucken. Was gibt es hier zu sehen? Nix. Sehr spannend, sehr spannend. Was gibt's da? What the fuck? Scheiße, da war irgendwer. Ein Schild. Damn. Man wird erschossen, okay, wenn man hier raus will. Oder rein. Ja, was gibt's hier? Ein Loch? Keine Autobatterie. Nein, nicht dadurch. Noch nicht. War da draußen wirklich nichts mehr? Reklametafel. Hermans. This is the place I'm looking for. Jo. Ja, dann lass uns mal nach oben gehen, ne? Bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Wie kommen wir jetzt aber wieder zurück? Das ist die Frage. Werkstatttor. Einmal durch, bitte. Must be the entrance to that auto shop where Bree said we'd find that battery. Dann sollten wir das öffnen. Wo zum Teufel ist Molly? Klemmt. Scheiße. Jetzt guckt er sich um. Da ist ein Zaun. Better not get too close. Okay. Ja, schwer zu sagen, wo wir hin müssen. What the fuck? Leave him. He's mine. Wo warst du? Where the hell have you been? Was ist mit der los? Ich glaube, du hast ihn erledigt. Immer mit der Ruhe.
I think you got it. One more! He's wearing medical scrubs. Some kind of scientist or doctor, maybe? Yeah, well, he ain't shit new. Did you find us a way in? Yeah, but the garage door's jammed. Can't raise it. Not a problem. Look what I found. Nice. Oh yeah, that'll work. Nein, weg, sofort. Ja, nicht gucken, machen. Hallo. Menschenskinder, los geht's. Come on. Oh fuck jetzt. Jetzt beeil dich, nicht gucken. Kurbeln, D, Kuba nicht. Los. Was ist das für einer? Lol, sind die Zombies blöd. Crazy shit. Take a look around. I'll make sure no stragglers get under this door. Okidok. Jo, wir sind hier gerade drin. Haben noch ein Walkie-Talkie, sehe ich gerade. Warum ist sie so aggro? Hat sie den gekannt? Hat sie wirklich hier irgendwas mit dem Ganzen hier am Hut? Ah, ich bin ein bisschen mit der irgendwie nicht so ganz. Ne? Naja, das wird's mal für diese Folge gewesen sein. Wir durchsuchen den ganzen Raum hier nächste Folge. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch dabei. Was? Ja, ja, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und haut da rein.